So. Dann ein bisschen hoch. Weißt du, dass er sich ganz langsam so hochkraxelt mit seinen Laternen? Nicht übereinander, so ein bisschen versetzt soll das schon sein. So. Dann hier noch so ins Büschlein rein. Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt muss ich gucken, wie ich da irgendwie gut rankomme, da ich das sehe. Da, das sieht doch gut aus. Ist das Fenster zwar am Arsch, aber. So. Rapunzels Freudenhaus, genau so sieht's aus. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Aber mal ernsthaft, siehst du auch, im Dunkeln sieht das richtig fett aus. Ich feiere das ein bisschen. Mal. Ne, passt nicht, oder? Ist das zu groß? Das ist zu groß, ne? Können wir auch so ein Spotlight hinsetzen. So horrormäßig, weißt du? Rapunzel kommt so. So, von hier? Warte, kommt das gut? Ich probiere das mal, warte mal. Ich habe eine Idee. Ne? Wenn Krax eine Idee hat, dann ist das meist gut. Schwarz. Licht aus. Was passt denn dazu? Ein schickes Hellblau? Boah, Hammer. Hammer. Ehrlich, das gefällt mir. Oder noch ein schönes Rot. Rot ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ne, das sieht so puffmäßig aus. Das sieht puffmäßig aus. Orange? Ja, das ist es. Orange ist es gewesen. Nice. Also ehrlich, ich find's gut. Ich find's gut. Komm, was wolle, ich find's gut. Ich finde, das hat Stil. Puh. Können wir darauf weitermachen? Schön. Also ehrlich, schön. Ich finde das richtig gut. So, hier könnte man eigentlich auch nochmal so diese Spotlights reinsetzen. Das so ein bisschen als Kontrast. Ich finde das eigentlich sehr, sehr schick, muss ich sagen. So ein bisschen auf die Figur gerichtet, weißt du? Von hier nochmal das Gleiche. Dass der so von beiden Seiten beleuchtet wird. Ah, klappt nicht ganz. Okay, müssen wir bei einem belassen. Aber hier, warte mal, wo habe ich den denn da hingesetzt? Von da nach da. Okay, dann setzen wir den auch einfach hier in die Ecke. Dann haben wir ein bisschen Lichtspiel mit drin, weißt du? Ich finde das ganz schick. Also gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich oute mich, was das angeht. So, dann wird der hier einmal in schön gelb beleuchtet. Genauso wie der hier. So, schick. Gefällt mir. Also ehrlich, ich finde das richtig schick. Sieht gut aus. Boah, Alter, die Warteschlangen, wie voll die einfach nur sind. Das ist doch richtig krass. Er muss sich erstmal setzen. So, und jetzt kann man. Ach, scheiße. Nee, kann man nicht. Ich wollte sagen, jetzt könnte man hier so richtig schön einfach mal Fressbuden hinballern, aber es zerstört das ganze Ambiente, meiner Meinung nach. Jetzt kann man hier erstmal wieder zumachen. So, und dann geht der ab hier wieder ganz normal weiter. In der Breite sozusagen. Auch komplette Länge. Ich gucke gerade nur, wie er am besten ist. So denke ich. Ja! Sehr schön, Alter. Also ehrlich, ich feiere das ein bisschen. Das sieht richtig gut aus. Geil. Finde ich richtig schön. So, jetzt können wir hier nämlich weitermachen. Nicht Building, sondern Pass. Machen wir Länge, Breite auf. Ja, ich will eigentlich nicht ganz so breit gehen. Das ist das Problem an der Sache. Aber wir müssen, glaube ich. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee. 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 Pass auf. Wir setzen hier nochmal jeweils 1, 2 ran. Auf der anderen Seite genau dasselbe. 1, 2. Meine Nase juckt wieder. Das ist immer so, weißt du, Wiki-mäßig. Meine Nase juckt, da habe ich voll geile Idee. So, pass auf. Jetzt gehen wir auf diesen Weg. 2. Oh, das ist jetzt ein Problem, ne? Das ist jetzt ein Problem. Doch, geht. 2. So. Und jetzt muss ich überlegen, Leute. Jetzt muss ich überlegen. Okay. So. Da muss auch noch ein. Ein.
der jetzt gleich? 1, 2, 1. Ja, doch, ist gleich. Ja, okay. Jetzt muss ich nur kräftig überlegen. Also hart überlegen, weißt du? So richtig hart. Hier, warte, ich... Anders. Wir machen das anders. Pass auf. Gucken wir erstmal hier. Disneyland-Kraxi. Genau, Disneyland kommt übrigens noch im Let's Play. Aber pst, ich werde nicht zu viel verraten. So, pass auf. Jetzt Burger Store. Erstmal noch richtig schön hier reinsetzen. Falsch rum. So. Jetzt setzen wir auf die andere Seite nämlich nochmal genau das gleiche. Drehen wir aber einmal. Drehen, habe ich gesagt. So. Setzen wir dann hier hin. Ah, ich muss das nur ein bisschen abpassen, anpassen. Könnte ich eigentlich so. Ist das ein anderer oder der gleiche? Nee. Ist der, doch, ist der gleiche. Okay. Dann moven wir den nochmal. Dann setzen wir den so richtig schön ran, weißt du? Dann passt das so ungefähr. So. Hoffen wir, dass wir den Weg jetzt da noch hinkriegen irgendwie. Ja, das habe ich befürchtet. Aber ist nicht das Problem. Ihr seht, das geht auch so. Dann verbinden wir hier einmal. Einmal erst hier. Ja, komm. So, jetzt einmal hier verbinden. Dankeschön. Hier ist er da. Okay. Passt. Und dann geht das hier weiter. Zack, zack. Dann machen wir erstmal so richtig schöne Fressbuden hin, wo die Leute trinken können, essen können. Ne, das Übliche halt. Giftshop. Ah, ist natürlich auch doof, ne? Hätte das so ein bisschen passend machen sollen, aber okay, lassen wir jetzt einmal so kommen. Ist egal. So, hier dasselbe nochmal mit den Zweien. Das sieht man ein bisschen doof, ne? Ich glaube, so ist besser. Ja, so ist das besser. Und so nochmal das gleiche. Irgendwo kann man auch Duplicate machen, ne? Genau. Zack. Einmal drehen, dann ganzen Franz. So. Das gleiche in grün. Dann machen wir hier einmal zu. Hm. Ist jetzt die Frage. Warte mal. So. Ja. Ist ja hier ein bisschen auf dem Weg, aber ist egal. Das stört keinen Menschen. So. Geil, am Pott sitzen und Kraxel gucken. Ja. Die gute Abendlektüre ist das. So. Apropos Pott. Toiletten fehlen natürlich noch. Pass auf, dann machen wir einmal auf der einen Seite eine First Aid Station. So. Die müssen wir hier ein bisschen mehr ransetzen. Hm. Klo ist ja relativ breit, ne? So, und dann kommt die Toilette dahin. Wo haben wir sie? Muschi-Klo-Toilette! Muss mal kacken. So, Entschuldigung. Ach, schade, ist beides so breit. Das ist beides so breit. Shit. Das passt mir jetzt gar nicht, mein Kram. Kacke. Wortwörtlich. Ja, komm, ist doch egal. Sind die Häuser halt ineinander gesteckt? Ich meine, wem stört das denn? Kein Menschen. Aber den könnten wir eigentlich so noch ein bisschen rausziehen. Moin Jörg, grüß dich. Er will nur nicht richtig verbinden, ey. Er braucht da seinen gewissen Freiraum zum Verbinden. Seht ihr? Da. So. Okay, dann passt das so ungefähr. Guckt hier ein bisschen rüber, aber ist okay, kann man lassen. Klo neben Fressbude? Ja, sicher, ich bitte dich. Wobei, das ist keine Fressbude, das ist ein Souvenirshop. Ah, nee, ist doch ein Foodshop, scheiße. Okay, Klo neben Fressbude, so muss das. Heutzutage ist alles möglich, mein Freund. So, dann kommt das hier erstmal wieder zusammen. Machen wir hier. So. Und. Guck mal, die kommen schon, Leute. Wir müssen noch auf jeden Fall Parkbänke hinsetzen. Dann nehmen wir jetzt hier die stylischen.
So. Was sind hier zwei hin? Nee. Einer reicht. Komm, einer reicht. Auf die Seite noch. Hier passen zwei hin. Passen auch zwei hin. So. Hier jeweils eine. Hier zwei. Oder drei sogar. Guck mal, passen drei hin. Und hier kommt eine hin. So. Dann hier nochmal. So ein bisschen verteilt. So, kann man lassen. Nice, das gefällt mir. Sieht richtig schön aus. Dann auf jeden Fall noch sehr stylische Mülleimer. Das darf natürlich nicht fehlen. Wild West Town kommt noch. Moin, Flavetroot. Dude, grüß dich. So, dann passt das auch. Die Leute können auch hin und her. Das ist cool. Nice, das gefällt mir richtig gut, ey. Das ist richtig schick. So, Fressbuben sind da. Getränke fehlt noch, ne? Getränke fehlt, glaube ich, noch. Machen wir nochmal schnell ein paar Getränkebuden hin. Drink Shack, das passt aber nicht so ins Ambiente rein. Headshot. Ein Headshot? Bauen wir mal Lounge Coaster. Guck gleich mal. Ah, müssen wir erst den Weg weiter bauen hier. Shit. Da muss erst der Weg weiter. So, ich guck mal ganz kurz, wie wir überhaupt stehen jetzt hier. Ach, wir haben noch genug Platz. Da ist noch genug Platz, liebe Leute. Ist Hauptmusik? Ich glaube nicht, ne? Das fehlt noch ein bisschen Hintergrundmusik in dem Spiel. Hauptmenü hat richtig geile Musik, aber hier fehlt es halt noch ein bisschen. Guck mal, Naturwege gibt's auch. Geil. Hätte ich die nehmen sollen da drinnen. Kacke. Na, egal. Na, egal. So. Hier erstmal einen schönen Hutshop hingezimmert. So. Da können wir auch zwei verschiedene nehmen. Informace. Ach, genau. Informationen brauchen wir natürlich auch noch. Für die Leute, die sich jetzt erst entscheiden, hier einen schönen, ach, kacke, das ist... Nein, das ist doof. Das gefällt mir nicht. Für die Leute, die sich jetzt erst entscheiden, hier ihr schönes Ticket zu holen. So, das passt hier noch gut hin. So, nein. Ja, so ist schön. So ist schön. Zack. Was war das? Fresse? Fressbuhn? Fresse oder was? Fresse oder was? Junge. Spaste, ey. Kaxel ist immer Tapete. So. Ja, genau. Also, stilles Örtchen und Klo darf sie nicht so ernst nehmen, ne? Also, unsere Kanone, unsere Klos, die schießen halt. Die, das ist quasi der Wohlfühlfaktor, ne? Ich meine, kennst du das nicht, wenn du irgendwie öffentliche Toilette bist, du musst mal richtig einen loslassen, so richtig die Schlüssel zerbersten, ne? Und du traust dich nicht, weil die können andere hören, wenn er so richtig so rauslässt, weißt du? Das ist einfach so, dann sind die Kanonenschläge regelmäßig, so alle 3 Sekunden, so 1, 2, und dann kannst du mitschießen, weißt du? Und dann nach einer Sekunde musst du still sein, weil, also, ne, dann musst du quasi das Loch wieder zuhalten. Dann kannst du natürlich übel enden. Wer kennt das nicht? Ich bitte dich. So. Zack, zack, zack. Ja, ich werde wieder ekelhaft, ich weiß. Dann kommen hier noch Getränke hin. Was haben wir denn noch so schickes hier? Village, Village. Toilette. Toilette. Wo waren denn die Getränke? Bin ich doof? Hier. Achso, doch, den haben wir, ne? Ja, reicht dann eigentlich, ne? Pass auf, dann setzen wir doch mal ganz schön hier eine Szenerie. Szenerie, Cinera. Das ist ja wunderbar. Das passt so wunderschön. Da kannst du baden gehen. Bisschen runter noch. Noch ein bisschen runter. Besten ohne Schatten. So. Zack. Ach, schön. Ist das schön. Drauf gepupst, genau sieht's aus. So, und hier wird dann der Weg wieder breit gemacht. Zack. Dann kommt die breite Wege. Der breite Weg. Hier. So, schön. Läuft. Sieht schön aus. Mein Gott, lass mich doch in Ruhe, du Scheiß. Kann ich das nicht wegmachen? F1? Ne, F1 mache ich das auf. Shit. Geht noch nicht weg. Schade. Okay. Aber nicht so schlimm. Jetzt erstmal wieder ein paar schöne Bänke. Und dann kommen noch ein paar Verschönerungen, wie ein Zuschauer geschrieben hat. Und sich beschwert hat, dass meine Let's Plays noch keine Verschönerungen haben. Unglaublich. Unglaublich. So. Ich überlege gerade, was wir in die Mitte reinsetzen. Ich weiß es noch nicht genau. Hier kommen eigentlich... Passt zwei hin, oder? Läuft.
Wobei, nee, sieht kacke aus. Warte mal, muss ich direkt ein bisschen weiter? So. Und so. Das kann man lassen, das sieht gut aus. So, nice. Mülleimer fehlt natürlich noch. Zack, zack, zack. Hm. Machen wir so. Die Seite noch. Müssen die Leute nur noch hinverlaufen, ne? Das heißt, hier fehlt eine Attraktion, liebe Leute. Es fehlt eine Attraktion. Aber erstmal sollte ich mich um mein Parkmanagement kümmern. Ich glaube, die sind schon völlig überfordert. Ja, das war zu erwarten. Komm. Oh, ich muss unbedingt auch mehr Kohle scheffeln gerade. Oder wir haben schon wieder zu viel verbraten. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht genau. Ah, die sind echt überfordert hier. Pass auf, ich stelle noch mal ein paar ein. Stell ich das mal an hier, an diesen Hauptdingern, ey. Krass. Diese Männer brauchen keine Deko. Ja, so ist es halt. Ne? So ist es. Würde ich auch so sehen, aber gewisse Zuschauer nehmen das übel, wenn du da keine Dekoration reinbaust. So, können wir den leveln? Nee. Können wir ihn leveln? Hm. Er ist einfach überhaupt nicht zufrieden. Was sagen denn unsere Putzleute hier? Der ist gut drauf. Er ist halt ein bisschen... Ja, ist okay. Sind alle, eigentlich alle gut drauf hier. Ne? Die haben alle Spaß in der Backen. Mehr brauchst du doch nicht im Leben. Mehr brauchst du nicht. Guck mal, er pimmelt einfach hier unten rum, ne? Da, wo nichts los ist, geht er einfach hin und fertig. Ach so, das war der Typ. Ah, okay. Ich habe gedacht, das wäre jetzt hier der Saubermann. Ist aber nicht der Saubermann gewesen. Wir müssen hier hin. Ach, guck mal. Aber er sagt auch, alles gut. Er hat keinen Grund, sich zu beschweren. Sanford, was mit dir? Kann auch gelevelt werden. Kriegt direkt mal einen 25er auf den Kopf oben drauf. Red Blackwell. Das gleiche in grün. Zack. Carsten Barnett. Kriegt auch ein Level Up. Level Up! So. Dann haben wir hier noch Jama Mitchell. Der will noch nicht gelevelt werden. Coleman Press, den haben wir schon. Den Rest haben wir, glaube ich, alles schon. Felicia Schulz, wie sieht's bei dir aus? Hast du Bock? Nein. Sie ist zufrieden mit dem, was sie hat. Philomena Wagner ist ein schöner Name, will aber nicht gelevelt werden. Ich hätte dich auch persönlich gelevelt. If you know what I mean. Oh, guck mal, sie will gelevelt werden. Oder, ja, Entschuldigung, ja. Salvatore. Katina Young, wie sieht's bei dir aus? Ja, kriegt auch ein fettes Level ab. So. Na gut, okay, die kann man alle noch so lassen. Alter, guck dir das an, ey. Guck dir das an hier. Also ohne Witz. Ohne Witz, ich habe euch den Park schon so schön gemacht hier. Dann nutzt den auch. Okay, aber was wir machen können, wir können jetzt natürlich erstmal noch einen schönen Coaster hinsetzen. Was wolltest du für einen Coaster haben? Launch Coaster, was war das? Launch Coaster. Ach, das sind die, wo du katapultiert wirst, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ich weiß gar nicht, ob ich da einen drin habe. Also, ein Coaster. Ich weiß nicht, ob ich einen drin habe. War das witzig. So, der ist zu groß. Der sieht ganz knuffig aus hier. Den nehmen wir. Oder? Den nehmen wir rein. Setzen wir einfach daneben. Hm, würde ich aber hier hinsetzen, oder? Ah, ich weiß es nicht. Ne, komm, setzen wir hier hin. So. Der Eingang. Ist aber nicht der, den ich gerade schon habe, oder? Yay, ist derselbe. Scheiße. Fuck. Zurück. Gib mir meine Kohle wieder. Falco. Falco ist so groß. G-Log. Das ist einfach so ein massives Ding, ey. Kostet einfach mal so knapp 10.000. Kann ich mir nicht leisten. Er ist noch gut. Er sieht cool aus. Moin, Hesse. Grüß dich, mein Freund. Den könnte ich sogar wunderschön einfach so hier... Der passt sogar voll dazu. Warte mal. Boah, jetzt habe ich aber... Jetzt habe ich aber einen hier... Also jetzt geht's aber los, mein Lieber. Jetzt geht's aber los. Pass auf. Zack. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? So, dann kommt der Eingang. Der kommt einfach hier hin. Dann kommt hier der Ausgang hin. Eingang da. Das Ticket... Ja, keine Ahnung. Hier, ne? So. Mit Fastlane würde ich den machen. Andersrum. So. Hä? Achso, er muss sich erstmal verbinden. So. Meine Güte, er will einfach eine Treppe haben. Ja, komm, dann nimm doch deine Treppe, verdammt.
Guck mal, oder so. Ja, komm, setz mal einfach da hin. Läuft. Läuft. So, hier müssen wir jetzt gucken mit dem Fastlane-Ticket, wie wir es am besten machen. Aber ich denke, so passt das. So, und dann jetzt hier runter. Nee. Ah, fuck, das passt nicht ganz. Hätte ich mir denken können. Aber ist nicht weiter dramatisch. Dramatisch. Braucht man da Fastlane eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. So, den nehmen wir erstmal wieder weg. So, dann setzen wir den hier hin. Warte mal, ich hab doch... Warte mal. Ich hab doch extra auf Epidemic Sound eine Playlist zusammengestellt für Musik. Für euch. So, einfach so schöne... Ja, Musik halt. Pass auf. Wenn es zu laut ist, also sag Bescheid. Ich denke, das geht so, oder? Ein bisschen leiser vielleicht. So. Extra zusammengestellt für das Let's Play. Kein Scheiß, wirklich. Ich verarsche euch nicht. So, jetzt müssen wir den Eingang erstmal hinzimmern. Da müssen wir natürlich jetzt aufpassen. Ja, passt. Ne, finde ich auch. Ist doch geil. Werdet ihr in den nächsten Let's Plays übrigens auch hören, die Musik. So passt das, oder? Komm, machen wir noch eine Schlange länger hier. Da geht noch was. Moin Arthur nochmal. Ja, WTF, WTF, bitte nicht. Ich kümmere mich noch um euch. So, dann kommt hier einmal das Ding hin. Direkt verbinden. So, der kann schon mal seinen Test machen. In der Zeit machen wir den Fastlane-Eingang fertig. So, Ausgang kommt hier hin. Nice, das läuft. Da können wir aber ruhig ein bisschen länger machen. Man kann da direkt eigentlich schon mal runtergehen. Wow, WTF, läuft bei ihm. Und einmal connecten. Will er nicht, toll. Scheiße. Machen wir so. Geht doch, läuft. Moin Überweis, grüß dich. Abo gleich kündigen. Hallo, die Mucke ist geil, ich bitte dich. Die hat Stil. So, ist er fertig mit seinem Test? Nee, er läuft noch. Wir können uns ja spaßhalber mal reinsetzen. Gar nicht so spektakulär, oder? Oder war das gerade nur das Ende, was wir erlebt haben? Wir machen die Runde nochmal mit hier. Weiter geht's! Hi! Geile Friese hast du! Und sonst so? Weiter, noch eine Runde! Yay! Yeah, tschüss! Einmal durchs Märchenschloss! Guck mal, das Rapunzel! Ah, ist das schön! Die Map ist viel cooler als mein Let's Play! So eine Larifari-Achterbahn, ne? Also wirklich, abgeht die nicht. Das ist eher so Sightseeing. Naja gut, jetzt geht es ein bisschen steiler, aber ist jetzt auch nicht so spektakulär. Meiner Meinung nach. Und ab in den Sonnenuntergang. Ich wäre gerne da reingefahren. Einmal rum. Und dann geht's auch schon wieder zurück, da können wir das Ding aufmachen. Reicht. Der Test brauchen wir nicht. Achso, Ausgang nicht, dass die Leute einfach runterplumpsen. Sollten wir natürlich noch mit reinnehmen. Jetzt habe ich den Weg da. Okay, ist auch nicht so schlimm. Oh, leichte Lex gerade. Und dann einfach hier direkt runter. Fertig. Wo ist das Problem? Reicht das? Fuck, reicht nicht. Einmal zurück. Oh, guck mal. Das geht natürlich auch. Das ist herzallerliebst schön. Nice. Können wir den auf die schräge Bänke setzen? Geht das? Also nicht, dass sie jetzt einfach runterfallen, ne? Ne, geht nicht, schade. Wäre geil gewesen, wenn die da einfach so runterpurzeln. Aber ich meine, sie haben ja direkt das Klo nebenan und alles, also das läuft. Das ist gar nicht so schlecht, finde ich. Lass mal so. Jetzt haben wir wenigstens auch die Leute hier einen Grund herzukommen, weißt du? So, hier fehlt aber eindeutig noch ein bisschen Licht.
Ich kann es nicht oft genug sagen, aber Licht ist elementar wichtig. Also sollten wir vielleicht ein bisschen was Schönes? Warte mal, das ist doch... Ach, geil. Geil, pass auf. Das wollte ich gar nicht mehr so. Nummer 1. Und Nummer 2. Jetzt kann man hier nochmal welche hinsetzen. Drehen wir einmal das Ganze. Und zwar so. Einmal als Ausgang sozusagen wieder. Zack. Zack. Dann kommt hier natürlich auch noch einer hin. Weil brauchen wir gar nicht, ne? Sind ja nicht da dran. Okay, das passt. Aber hier hätte ich gerne noch welche hin. Warte mal. So. Das passt eigentlich immer ganz gut, finde ich. Kraxel steht auf Deko. Nein, es wurde sich beschwert, dass ich zu wenig Deko verwende. Kein Scheiß, wirklich. Verarsch dich nicht. Setz mal da hin. Man muss den Leuten ja auch was bieten, ne? Sonst meckern die rum, es gibt keine Szenerie, ist alles so langweilig. Und so hast du natürlich hier einen gewissen Effekt mit drin. Ich bitte dich, ist doch geil. So. Mach ich dann aber auch, ne? Hier soll man nicht so reingucken können, das gefällt mir nicht. Oh, hi Django. Schön, dass du da bist. Wie mache ich das am schönsten? Was ist das? Was ist das? Sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus, ne? Aber zum Zumachen. Das ist cool, Alter, das nehmen wir rein. Geil. Schön. Gefällt mir. Nice. Okay, die Zwischenwege hätte ich weglassen können, ne? Die gehen gar nicht, aber ja, okay, lassen wir jetzt einfach so. Und dann brauchst du auch etwas Abwechslung, nicht überall das Gleiche. Ja, ich variiere ja schon. Das Problem ist einfach, du hast ja noch nicht so viele Möglichkeiten, dass du jetzt so richtig fette Sachen machen kannst, weißt du? Das fehlt halt noch. Du guckst hier, es gibt schon ein paar Sachen, aber noch nicht so viel. Das ist das Problem an der Sache. Jo, Park habe ich heute neu angefangen. Der kann hier ein bisschen patrouillieren. Ach, fuck. Halt zurück. Der kann hier patrouillieren. Den wollte ich haben. So. Der hier ist so ein kleines Männchen. Passt eigentlich auch zu Disney, ne? Finde ich. Lass mal einfach hier lang gehen. Warte mal, pass auf. Eins. Das drehen wir einmal. Dann laufen die sie entgegen. Im Idealfall. Oder er läuft ihn einfach hinterher. Geht natürlich auch. Alter, geil. Nicht ganz synchron, die Herren, aber es ist okay. Müssen wir nochmal ein bisschen bewegen. Sitzt noch nicht ganz auf die Schräge drauf. So hätte ich das gerne. Das ist voll zur Musik, ne? Oder? Was meint ihr? So ein Barrel. Das sieht auch cool aus. Das sieht cool aus. Haben wir, glaube ich, keinen Platz hier. Ich guck mal ganz kurz. Nee. Nee, da passt das auch nicht so hin. Kanone könnten wir hier noch hinsetzen. So. Wir haben noch ein Camp. Was ist das? Das passt hier cool hin. So. Noch so ein Karawanenreifen, aber oh, der ist ein bisschen klein, ne? Hä? Wo ist der denn hin? Hat der hier denn hingesetzt? So. Was haben wir noch Schönes? Hier sind noch alles Burger, also nichts Spannendes. Hier ist noch eine fette Uhr, aber ich glaube, die ist für den Boden. Ja, die ist für den Boden, ist nicht so schön. Weil man könnte hier natürlich auch... Warte mal, wie war das denn? Wie hast du das denn vorhin gemacht? Ich weiß nicht mehr. Dragon Poo. Drachenscheiße ist natürlich auch sehr geil. Kran. Der ist gar nicht so schlecht, der gefällt mir. Den setzen wir hier mit hin. Oder? Ja.
geil. Gefällt mir, also ehrlich, sieht cool aus. Guck mal jetzt, was ich hier gemacht habe. Geil, ne? Im Dunkeln muss ich den sehen, da sieht er richtig schick aus. So, dann haben wir die Seite auch schon voll. Die Leute locken wir da auch so langsam rein, das ist gut. Jetzt muss ich nur überlegen, wie wir es am besten machen. Dass der nicht so einseitig aussieht, ne? Das heißt, hier auf die Seite auf jeden Fall noch was anderes. Ist das da hinten? Ist das Schnee? Kann ich eigentlich auch hin? Ne, guck ich nicht hin, schade. So, wusste ich, wie es aussieht.